So, hallo YouTube. Heute gibt es ein Let's Play und zwar Flintlock, The Siege of Dawn wird hier gezockt. Wir steigen direkt ein. Das ist mal was ganz anderes und zwar Let's Play Video. Und zwar diesmal nehme ich es offline auf, weil der offizielle Release ist morgen am 15.07. Also ich bin jetzt noch hier am Sonntag gefangen und mache die Aufnahme und darf es dann morgen, also am 15.07. um 14 Uhr online stellen, das werde ich auch. Und dann werdet ihr direkt die ersten Szenen sehen können aus dem Game. Also, ich mache direkt Let's Play, go, neues Spiel. Und wir schauen gemeinsam mal rein. Today, I'm making good on it. Sama hatched a plan to blow up the door, to cut the dead off forever. Halin and I volunteered. We probably won't make it back, but I would rather take my chances than leave you in this broken world. You deserve more than a letter you'll never receive. But we both know you would never let me go. I lived a long life, but never a full one. Not until I found you. Promise me you'll live, Noor. I'm off to earn my rest. Gleich schon vorneweg. Ich habe mir vor dem Spiel noch nicht so viel angeschaut. Also wir gehen da wirklich gemeinsam jetzt rein. Wir kämpfen auf jeden Fall gegen Untote. No, she's not accepting anyone. Just pretend I shoved you, alright? Mhm. You sent Baz and Harlin to the door to the great below. I don't have time for this, Vanek. Requesting permission to... Denied. Baz can't fight at his aid. Harlin can't cover for him and blow the door at the same time. I'm the best zapper you've got and you know it. Return to your station, Vanek. Was that? Okay, da knallt's auf jeden Fall ordentlich. The blast came from too low, it wasn't nearly loud enough. I see. They're late, aren't they? Give the order. Okay. All right then. All right. Follow the trenches to the old fort. Stop for nothing and no one, understood? Yes, Field Marshal. Also ich habe selber noch gar keine Ahnung, was hier irgendwie stattfindet. Es sieht... Clear the way. No rest till dawn. No rest till dawn. Sieht das so ein bisschen aus wie der Erste Weltkrieg oder in der Epoche? Okay, mal gucken, wo mache ich denn hier was? Ah ja. Da bin ich mal gespannt, was hier so abgeht. I thought you died. Sorry to disappoint. So, was gibt's hier? Frontberichte. Kommando, wir haben ein paar hundert Schüsse übrig. Wenn die Pioniere morgen nicht hier sind, kommen die nicht mehr. Nach Morgenröte rein. Okay, das ist ein Ort also. Schusswaffen, Schusswaffen, okay. Drücke RT, Primärschusswaffe abzufeuern. Mit dem Primärschusswaffen schließen verbrauchen eine Schwarzpulverladung. Für vier Nachkämpfe aus, um eine Schwarzpulverladung aufzufüllen.
Okay, also können wir... Ich muss jetzt erst noch irgendwo welche besiegen. Theoretisch. Hä, muss ich ja... Jetzt muss ich ja theoretisch visiere das Fass an. Achso, warte mal. So. Visiere das Fass an. Bewege R zum Ziel wechseln. Okay, das passt. Schieße aufs Fass. Also ich dachte, ich habe keine Munition. Ja moin. Okay. Ich dachte, ich hätte keine Munition. Jetzt werde ich ein paar Gegner. Pistolenunterbrechung. Nors Pistole ist gut dafür geeignet, gegnerische Angriffe zu unterbrechen. Drücke RT, während der Gegner angreift, um Angriffe zu unterbrechen. Jetzt Gegner wird der aktuelle Angriff abgebrochen. Okay. Also RT, wenn der Gegner angreift. Probier was direkt. Da ist ein Gegner. Ruf, könnte von anderen Erfahrungen mit Ruf kannst du Fertigkeiten und Gegenstände erwerben. Du erlangst Ruf, indem du Gegner besiegst, Quests abschließt und Herausforderungen meisterst. Ruf, indem du die verschiedenen Aktionen aufbauen. Wenn du Schaden erleidest, wird ein Rufmultiplikator zurückgesetzt und ein Ruf automatisch beansprucht. Wenn du stirbst, verlierst du einen gesamten Beanspruch auf Ruf und irgendwann musst du mit dem Ort deines Todes zurückkehren. Das ist so ein bisschen ein Gemisch aus, Soul-like-Games und... Ja, so Action-Adventure, oder? Achso, den Ruf. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ah, ich drücke immer Schießen aus Versehen. Okay, jetzt sind wir an der Front da, ganz vorne. So, jetzt sind wir hier in diesem komischen Dorf. Blocken und Pari. Ah, jetzt wird's interessanter. LB gedrückt. Okay. Drücke LB kurz bevor der Angriff pariere. Passen Sie den richtigen Zeitpunkt, gegen den Wehrlos zu machen. Nach dem Erfolg parieren kannst du ein Zeitfenster, um RB einen gegnerischen Angriff durchzuführen. Dann probierst du direkt aus. Okay, das war nicht. Alles wieder zu früh, oder? Habe ich den jetzt? Ah, doch, ich hatte die ganze Zeit, okay. Alter, RB gedrückt, bevor der sich den Gegner noch einen Angriff trifft. War ich das zu spät immer?
Null, also wirklich knapp muss ich das machen. Okay, muss ein bisschen aufpassen. Hm. Okay, weiter geht's. Ein Wuchtangriff. Ein Angriff, der weder geblockt noch pariert werden kann. Wuchtangriffe werden im Indikator gefährliche Angriffe angezeigt. Die beste Verteidigung gegen einen Wuchtangriff besteht darin, ihn rechtzeitig zu unterbrechen. Schieße dazu mit Norris Pistole auf den Gegner. Lol. Der ist schon ordentlich gewesen. So, lass dich ja durch. I'm here to kick your ass for leaving me behind. I can't let you through. You could get killed. You could get killed. Did you even think about that? No, please. This whole mission, it's just. Just pull the damn gate up! Sarah is here. Both of them. Small favors. Okay. Ich bin ja gespannt, ob wir dann durch das Tor durch dürfen. War ein bisschen, das Game ein bisschen leiser. It's not glass or stone or any other damn thing. We could scale the stones to the parapet. It couldn't extend over that. What have you done? Getting us through. Hm. Durch da. Those gouges in the wall are glowing. Why are they glowing? These bodies, they've been here for years. Also wenn ich sterbe, verliere ich auch meine Punkte da oben links. They look smashed, toyed with. The dead don't do that. Keep your eyes peeled, will you? Whatever did they... All set! Everyone get clear! Alter! Wächter des Tores. Sagt auf jeden Fall irgendwas. Ey, keine Chance. Oh mein Gott. Hä, what?
Er schießt jetzt bestimmt Sprengfässer ab, oder? Ja. Holy shit, das war ein Druck. Okay, haben wir jetzt quasi den Weg zu dem... zu den Untoten? Harlan, don't! Hä, wo bin ich jetzt? Ja, okay. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn ein Game so mitten in der Action losgeht. Follow me. I'm sorry, what? Okay, Fuchs. Hey, 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 wait! Aber ich glaube, jetzt geht das Game erst richtig los dann. I dragged you out of the river. You were unconscious for a while. You were alone. No matter. What have to do? Do? What am I going to do exactly? Your kind meddled where you shouldn't. Destroyed the barrier that kept the gods contained. What barrier? You mean that shimmering wall? So it was. Schade, aber es gibt kein Dings, ne? Audio in. Nee, man kann es leider nicht auf Deutsch stellen. Und Sichtfeld kann man ein bisschen erhöhen, das ist cool. Da haben wir echt, glaube ich, alles auf Max. Ja, aber du kannst... nee. Schade. Das wäre noch geil gewesen. The damage is done. Now you must mend it. Hey. Hey. The god you unleashed is called Uru. It is his army of the dead that has been laying waste to Dawn, the source of all your suffering. And how is it that you know all of this? Because I am a god too. Oh, das sieht cool aus. Tiny talking fox thing. You're a god. There are lesser and greater gods. My name is Enki. You probably haven't heard of me. Das ist ja cool. Consider me your chance at redemption. Your kind ravaged my city. My world. Killed everyone I've ever loved. Every breath I take from here on will be spent exacting my revenge on the gods. What's to stop me starting with you? Nothing. Death to gods. Alone, you stand no chance against a god. Let me help you. If you're a god, you're one of them. Why would I do anything to help someone I've sworn to kill? If it's vengeance you want, I'll give it to you. As long as Uru is free, your world is in mortal peril. Help me seal him away. Stem the tide of destruction. It's the least you can do. You have a deal. Hmm. Any hint of trickery and I'll be burying this axe into your skull. I would expect nothing less. Now how do we get out of here? This way. Okay, also. Jetzt haben wir einen Fuchs an unserer Seite. I never asked your name. No. My name's Noor. And the axe. That's not a woodcutter's tool. I'm a sapper. I fight in trenches, tunnels. Lots of uses for an axe down there. You're a capable warrior, then. I'm efficient. So, erstmal ein kleiner Smalltalk zwischen den beiden. Oh, was ist das? Hand me some of your black powder. What for? You'll see. Good. Now, try keeping up. Keep up how?
Pulvermobilität, du kannst jetzt Spezialmanöver durchführen, die deine Ausweichfertigkeiten und Beweglichkeit in der Luft verbessern. Drücke B erneut B, um Pulvermanöver auszuführen, deine Entfernung zurückzulangen. Während du in der Luft bist, kannst du einen Pulversprung ausführen. Wenn du in der Luft bist, kannst du größere Entfernung zurücklegen, indem du A mit B in gleicher Reihenfolge kombinierst. Probieren wir mal aus. Ah ja. Das ist ja cool. He actually exists. The Ravager. A title he's rightfully earned. It was in every storybook they read to me when I was bad. And now he's loose. Okay, wir kämpfen jetzt gegen den großen Gott dann wahrscheinlich irgendwann mal. Schützen sind gefährlich, wenn du der tiefe Fels erleidest du Schaden, der tödlich sein kann. Du kannst abfedern mit A, okay. Okay, easy. Ah, Grafik sieht echt nicht verkehrt aus, oder? Hat was? So, Kanalisierung sind mächtige magische Fähigkeiten, die den Enki beherrscht. Um eine Kanalisierung zu benutzen, musst du erst Enkis Kanalisierungsleiste durch das Besiegen von Gegnern auffüllen. Drücke bei voller Kanalisation Y und LB, um zu entfesseln. Damn. The dead shouldn't be here. Where is this place? How far are we from the trenches? Things have changed while you were unconscious. You should best see them for yourself. Ich muss ja auch so viel merken, ist ja jetzt schon schwierig. Gegner zu zermürben. Der Enkis Hilfe kannst du Gegner ein bisschen zur Übungsleiste. Füllt kritische Angriffe ausführen. Drücke Y, Enki anzugreifen. Dieser Angriff verflucht den Gegner und füllt zur Übungsleiste auf. Wenn die Übungsleiste voll ist und der Gegner zermürbt ist, nutze R, B oder LT, um einen kritischen Angriff zu starten. Überlege den Gegner mit Fluch des Todes. Das war's an Angriff. Okay. Warum können wir nicht eigentlich direkt den Fuchs spielen? Das war eh viel stärker. Gepanzerter Gegner. Ein Gegner kann einfach die Rüstung nicht bla bla bla. Zermürbe den Gegner zunächst und zerstört dann die Rüstung. Okay. Oh, falscher Knopf. Super, ja, jetzt ich bin noch im Fight. Drücke Y, um den Kraftstein zu interagieren. Welcher Kraft hat der da hier? Das kann man jetzt blöderweise gleichzeitig, ne? Oh, hier ist ein Bug. Jetzt ist er. Ah, guck mal hier. Rasten, Fertigkeiten, Inventar. Alter, Input ohne Ende. Spielermenü, ja, Skills, man kennt's. Inventar, Karte, bla bla blub. Okay, lass uns mal da, also hier, Pulver, Magie, Stahl. 100% Schaden des Typs Magie. Oh mein Gott. Fluch, Sturm, dann hätten wir als nächstes der Weg, ne, hier zerrissene Seele. Für 2500 kaufen, ach guck da, schau her. Du kannst den schnellen Nahkampfangriff aus deinem Ausweich und Pulver heraus ausführen. Was haben wir hier? Pulver? Genau, Schuss. Du kannst im primären Sekundär einen heftigen aufgeladenen Schuss ausführen, indem du RT gedrückt hältst. Und das machen wir doch komm. Dann haben wir die Karte.
Was sind wir gerade? Wie groß ist die Karte? Was können wir alles bereisen? Schwer zu sagen, ne? City of Dawn. Hier waren wir doch, oder? Gerade. War das der Eingang? The Firebelt, Camp Victory. Ja, wir sind wieder hinten. Na, schauen wir mal. So kurz rasten. Ach, guck mal, Heilflaschen sind aufgefüllt. Finally, we're out. Schuldgefühle. Smoke. This is way past the trenches. The coalition would never. The dead spilled out of the door when Uru was freed. The coalition didn't even stand a chance. Oh, sind alle tot wahrscheinlich. Time to put it right. Weiler. Weiler sind kleine Siedlungen, die Gegner eingenommen wurden. Bahn den Weg durch die Gegner und Anführer zu finden. Besiege den gegnerischen Anführer, damit wieder Frieden im Weiler herrscht und die Bewohner zurückkehren können. Na dann rein da. Die Grafik gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Aufgabengebiet. Ich find's cool, wie Enki immer rumläuft. Da ist er doch, oder? War schon stark. Okay, Hammer. That should be all of them. We should check the coffee shop, call everyone back. Kaffeehäuser. Im Zentrum eines sieben Weilers befindet sich ein Kaffeehaus. Nachdem du feindliche Anführer besiegt hast, öffnet sich ein Kaffeehaus und ein neuer Kontrollpunkt wird freigeschalten. Rede mit den Wirten eines Kaffeehauses, um deine LP zu regenerieren, eine Belohnung zu erhalten und neue Kleidung zu kaufen. Ach geil, Klamotten kaufen geht immer. Bless you, girl. Hä? The dead came over us like a wave. If it hadn't been for you. Let's not celebrate just yet. This whole mess is far from over. I'll let the other hosts know. Keep an eye out for you. In Heilflasche. Ey, Alter! Ach komm, hier gibt's das Klamotten. Ja, toll. Für 500 kann ich die Farbe wechseln. Das ist aber auch ein Witz, oder? Leaving so soon? Those below, it really is you. Ach, guck mal, da ist er. Buzz! Buzz, your leg. Blast took most of it. Infection got the rest. I knew you'd made it. I knew it. Did anyone else make it? Did Harlan? He fought to the end. Got that winged bastard good. No. I'm sorry, no. Pity me if I'd lost you. We're wasting time. With the dead loose, we have no chance of reaching Uru. Souls below, it's talking? What is that thing? I saw it fighting with you outside. He's a god. He's gonna help me drag Uru back into the great below. Is that so? Tell me, little god. Can you wipe the dead away with one stroke? Blow away the walls of dawn with a swish from your tail? I... If we're going up against an army, it's
we'll need a proper fighting force. Three Peaks is the only place that's still got one. That's a month's ride from here, Baz. 2 weeks. If you cut through Satrap's Wind and travel light. I know a couple of guys. Ja, ich sehe unsere Aufgabe schon, ne? Ja. Our worst fears came true. When the Coalition's lines broke, the dead spilled into the world. It took every treacherous back road I knew to dodge their hordes. To push them back, we'd need an army. The only place that still had one was Three Peaks. A hard place, breeding harder people. Its knights are the oldest and greatest army in the world. Conquered most of it even. Now they rest on their laurels. Rich off the fortune in black powder under the Kneeling Keep. 2 grueling weeks later, we were in sight of their capital, the city of Rit. Let's hope they'll help us save the world. Maybe then Nora will forgive herself. Hm. Schnellreisen. Ja, okay, das ist wahrscheinlich wie bei allen Schnellreisen. Wo kann ich denn auf Karte hier? Jetzt bin ich hier. Ach, guck mal, das sind wirklich so eigene... Vergrößern, verkleinern. Ah, du kannst jetzt nicht... Nee, du kannst nicht alle Karten anschauen, okay. We've barely had time to set up camp. At least get some food in you first. The Coalition needs that army, Baz. The sooner we get them the help they need, the better. Can you hold on until I've checked your accent? They're fine, Baz. I need to... Just need... Eisen erhalten. Okay, Eisen nehmen wir mit. Und wahrscheinlich Holz noch erhalten. Ups. I'll just take it. Wir haben bestimmt gleich ein Upgrade. So, Verbesserung. Ja, ja, war so klar, oder? So, verbessern. Ja, macht schon Sinn, die Axt erstmal zu verbessern, ne? Stufe 2. The trail ahead leads to the city. You can request an audience with the judges there. Meanwhile, I'll talk to some of my people in the keep. Grease the wheels, if I have to. Ich finde, der Charakter ist voll cool gemacht. The perks of running with scumbags in my youth. Alter, was ist das für eine wirde Welt? I'll meet you at Pilgrim's Bend when I'm done, alright? Don't take too long. Guck mal, was ist das für eine wirre Welt? Was ist das für ein Riesenhuhn? Was ist das für ein Riesenchicken hier? Es war gut gemacht grafisch, aber ich check halt, ich bin halt voll. Du wirst halt in das Spiel so reingeschmissen. Als selbstverständlich und das ist komplett wir irgendwie. All the night before that. Well, I couldn't. What were you scampering about? Sleeplessness only makes you a liability. You should. I'm all right. The bridge is gone. I have a better idea. Touch that skull for me. All right. Ah, mit Enkeln kannst du überall zu geöffneten Rissen gelangen. Na dann, let's go. What was that? Through the rift. On to the next one. Is this even safe? Mostly, yes. Okay, krass, weird. Souls below, I can get used to this. You might just have to. Okay, das war lustig. Also wir können mit Enki auf jeden Fall auch fliegen. Schon mal gut. Was ist hier? Bevor wir da jetzt weitergehen. Ist wieder Material einzusacken. Eisen.
Es hat so ein bisschen irgendwie so God of War Vibes. Halt, Outlander, state your purpose. I need to see the judges. It's urgent coalition business. Since when? Why? For heretical possession and use of black powder weapons, being an affront to Ramuha, goddess of the peaks. Do not resist. This is ridiculous. You can't do this. Bailiff, restrain her. Stop her in Ramuha's name. What in the pit was that? They mentioned Ramuha. Another god. She must have also escaped Dawn when the barrier fell. Another one. I let out another one, and the knights are on her side already. Also haben wir noch eine Göttin, die wir töten dürfen. Before I can get to Uru, I have to stop her. Perhaps Baz fared better. Aktuell kann ich noch nichts machen, ne? Nee, Punkte reichen noch nicht ganz. So kurz rasten. Ist da Tag-Nacht-Wechsel in dem Game? Das würde mich noch interessieren. Nee, ich glaube nicht. Okay, wir haben den Kraftstein aktiviert. Jetzt mal in die Richtung. Was ist das hier? Ahnen sind Seelen der Unterwelt entkommen, sind Lebenden verehren, sie für eine Gunst, die sie ihnen gewähren. Suche einen Ahnen auf, um Gunst zu erlangen. Dadurch erhöht sich die vorübergehende Rufen des Sammels. Ach, cool. Splendid. We'll make good use of this. Ah, guck mal, hier ist einer. Gegner mit Schild. Holen sie aus ihren Schildern, indem sie betäubende Angriff parierst. Oh mein Gott, ich kann heute nicht lesen. Hm. Pariert war hier. Hier, genau. War richtig gut, bis er mich getroffen hatte. Also da kannst du halt voll Punkte sammeln und halt übelst, wenn du das Kampfsystem verstanden hast, glaube ich, macht das sogar Spaß, aufzupassen, dass du halt wirklich so viele wie möglich tötest, ohne selber Schaden zu bekommen. There's another god. She's in the peaks already. It's worse than that. Ramuha's in the kneeling keep itself. No one's allowed. Coming here was a mistake. We need to leave. I'm not going anywhere. Not while Ramuha's wreaking havoc at the peak. What about you, Enki? Are you going to let her drag you into the... Not to my death, certainly. But I share her sentiment. Well, you aren't going to get anything done unless you get into Rit. And the city is swarming with night. We need someone to sneak us in. His name is Young, former forge master of the keep. Last I heard, he'd hold up in Mudfish, but every road to it is blocked. Like that's ever stopped us. All I need is a barrel of black powder, and I can breach through. There's a fort down the road. If the knights have been confiscating black powder... Hm. Okay, weiter geht's. Kann ich hier noch was machen? Ja, doch, ist schon richtig, wenn ich da entlang laufe. Ja, ja. Okay. Dann... Das ist schon cool. Ich finde dieses System cool, dass du da so mit dem Enki so rumspringen kannst. Finde ich cool gemacht. Oh, ich glaube, das ist vom Spiel nicht gewollt, dass du hier hochgehst. Oh doch, warte. Ha doch, guck mal hier. Was haben wir denn gefunden? Da hinten war jetzt noch Eisen.
Sollte ich eigentlich mitnehmen? Kann ich das Tor irgendwie öffnen? Ach, das ist schon auf. Ja, okay, warte, dann kann ich das noch schnell holen. Depp. Da kommt noch einer. Ah, die normalen Gegner, die sind easy zu ballern. Auf jeden Fall hat ein interessantes Spiel, muss ich sagen. Plus 20%. Was haben wir hier wieder? Ja, nee. Kein Bock zum Lesen. Man kennt's. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist, dass ihr so hier gar keinen Bock habt, da überall immer alles zu lesen. Da darf ich noch nicht durch. Ist auf jeden Fall wirklich. Das Spiel ist halt wirklich. Hebt sich von anderen Games ab, weil es ein bisschen. Ach, weirdo irgendwie ist, ne? Das spielt so ein bisschen in der Epoche irgendwie Erster Weltkrieg. Von dem, was wir an Ausrüstung haben. Dann können wir mit Sprengstoff springen. Also, das ist komplett weird alles irgendwie. Aber cool. Es ist halt mal was anderes. Das finde ich ganz nice. Oh, du Arsch. Ah, die mit Schild sind schon ordentlich. Holy shit. Nehmen wir mit die Punkte. So, was haben wir jetzt hier? Ja, super, jetzt haben wir unsere Axt erst verbessert. Das müssen wir gleich mal gucken, ob sich's lohnt. Wir können später bestimmt. Ach komm, ich darf jetzt hier gar nicht im Inventar rumspielen, oder? Upgraden darf ich direkt. Ja, das darf ich, okay. Aber ich darf jetzt nicht an der Axt hier die abändern oder so, ne? Das geht nicht. Ja, ich muss wieder zurück. Okay. Ja, oben rum. Das ist lustig, ich mach zum ersten Mal. If black powder can tear down the barrier at dawn, it can harm a god. Ramuha is simply eliminating a threat. Ich mache zum ersten Mal eine Aufnahme ohne meinen Live-Chat und ich will die ganze Zeit automatisch beim Spielen nach oben gucken und was der Chat schreibt. Das ist richtig lustig. Gewohnheit. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Und erst weiter. Brechen, schlagen. Einfach draufschießen, oder? Geh mit Hindernissen, um den Fass zu. Ach, guck mal. Okay, warte mal. Wo krieg ich das Fass hin? Her. Ich hab doch. Achso, das war das, was ich vorhin geholt hab. Also, dieses Ausweichsystem und so ist halt deutlich einfacher als ein Souls-Game. Aber ich finde das ganz cool gemacht. Es fühlt sich wirklich mehr an wie God of War. So ein bisschen God of War. Ich spiele es jetzt gerade auf Mittel, aber es ist sehr, sehr einfach. Mal schauen, ob wir noch mehr Punkte schaffen. Ah, oh, komm, wir packen die Punkte. Then how should I kill Ramuha when we get to her? Quick as you can. Back of the head or straight to the heart. No one deserves this ever. No matter what. No matter what.
So, hier müssen wir jetzt theoretisch gucken. Inventar. Genau, und da haben wir jetzt unsere Axt und da haben wir jetzt eine neue. Im Endeffekt Norse Axt. In Brand setzen. Schaden 44. Betäubung 10. Ja, die wir jetzt haben, ist halt eigentlich besser. Enki. Können wir den Enki auch aus hier tauschen? Ich will ein anderes Tier. Und was kann man hier denn noch machen? Die Klamotten, die wir wahrscheinlich haben. Kriegen wir aber später auch neue Waffen und so. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Kurz rasten. So. That's better. So. Was ist das für ein komischer Vogeldinosaurier vor uns? Kurz das hier mit. Zweimal Holz. Ja, das ist wirklich ein Gegner. Alter. Komischer Vogel. You and Baz are close. He's your father, correct? I had a father. A mother, too. Lost in the field after the dead invaded. If Baz hadn't found me, I'd have followed them right after. How odd. We're only alive thanks to the kindness of a stranger. Don't gods do that? Not by our own volition. Oh, dieser Drecksvogel, ne? Oh, 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 oh. Ja, das ging jetzt schnell. Das ging jetzt sehr schnell. Und jetzt muss ich zu meiner Leiche quasi wieder zurück, um meinen Ruf zu bergen, genau. Holen wir gleich mal aus. Thank you. Oh. Ja, da unten ist mein Ruf. Ich muss aber noch schnell runter gleich. Oh, 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 wer schießt da? Hä, aber ich, also, du bekommst in dem Spiel jetzt schon so diese Freude und Spaß am Erkunden. Also, das übernimmt das eigentlich ganz cool, was ich vorhin einmal schon meinte mit God of War. Vom Gefühl her. Das hatte man da extrem auch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, warte, Alter, dieser Vogel, der ist ja wild. Oh mein Gott, ich bin jetzt zweimal bei dem Vogel gestorben. da bin ich. So geht das.
One good deed. So. Damn birds. Jetzt machen wir hier auf schnell. So. Habe ich nicht gemacht. Habe ich gerade. Oh mein Gott, ist das peinlich. Ja. Habe ich. Oh nein. Nein, ich bin wieder oben, oder? Ja. Oh mein Gott, ich bin ja so ein Bot. Ich bin ja so ein Bot. Machen. Also ich bin gerade schon wieder fast gestorben, ne? Schon wieder fast verkackt, ne? Das gibt's doch gar nicht. Okay. Weil ich aber auch wieder alles gleichzeitig machen, sehen und entdecken möchte. Das ist so typisch. Aufgabengebiet. So, wenn wir rasten, kriegen wir unsere Energie wieder, ne? Ich glaube. Ach, da ist er wieder. Ja! Okay, wir sind jetzt auf der Karte hier unten angekommen. Gestartet da oben, ja. Ja, ein Viertel von der Karte ungefähr haben wir jetzt gerade entdeckt. Sehr, sehr cool. Ich finde das Game wirklich cool. Macht auch wirklich neugierig auf mehr. Ich mache hier aber jetzt ein Break. Haut mal in die Kommentare rein, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr es selber zocken werdet. Und ob wir weiteren Let's Play machen. Grafik finde ich cool. Nicht ganz so vorne mit dabei. Also es ist keine Unreal Engine, das sieht man. Es sieht aber ganz nett aus. Gameplay gefällt mir ganz gut. Ich finde auch den Stil und alles drumherum. Es fühlt sich ganz gut an. Also bis jetzt kann ich eigentlich fast nur Positives sagen. Wie gesagt, so ein bisschen God of War mäßig. Des Weiteren haut mal den Abo hier drauf, gebt den da ganzen Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr das Spiel spielen werdet, wie ihr es findet und ob wir weitermachen sollen mit einem Let's Play. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann Montag bis Freitags ab 6 Uhr auf Twitch oder hier auf YouTube.